Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge God of War. Beim letzten Mal mussten wir hier gegen ein paar Kreaturen kämpfen, haben da hinten was gelesen. Ich habe den Speicherstand nochmal geladen, jetzt habe ich gar kein Leben mehr. Ich habe es irgendwie in Erinnerung, dass wir hier nicht ganz so abgelost haben. Aber naja, hoffentlich finden wir schnell was zum Heilen. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Gollum? Bist du das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Bleib bei mir. Singt die? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Ja. Ich bin ja da, ich beschütze dich. Hexe! Okay. So geht's nicht. Dann machen wir dich. Aber nicht für deine Pfeile! Feuer! Noch nicht bereit, leider! Super gemacht, genau. Du betäubst sie, ich mach sie fertig. Hat sich ausgesungen, Alter. Okay. Warte mal, Optionen soll ich machen. Wir haben ein paar Fähigkeitenpunkte. Und ich könnte mir jetzt hier anscheinend was freischalten. Ein paar Sachen. Frostwurf. Das ist das Standardding. Das kostet 100 Stück. Okay, das ist so ein aufgeladener Frostschlag. Uiuiui, okay, es klingt echt alles ziemlich cool. Aber dann brauchen wir die Axtverbesserung Nummer 2. Ach, das müssen wir auch kaufen. Ach, okay. Was ist das? Vernichtender Sturm. Ein schwerer Angriff. Stolz des Frost. Ach du Heiliger. Okay, wir machen jetzt erstmal den da, würde ich sagen. Wie kann ich das erwerben? Ja, damit Viereck kaufen. Gekauft. Erfordert Axtverbesserung 2. Und wo ist die Axtverbesserung 2? Oder muss ich die Axt upgraden und irgendwo stärker machen. Mehr Punkte haben wir gar nicht mit dem Schild. Ui, Hilfe. Mit dem Schild können wir uns auch hier noch verbessern. Wächterschild. Zorn. Schmetterangriff. Erfordert Abwehr 7. Tippelt sie zweimal, um den gegnerischen Block zu durchbrechen.
Oh, das ist cool. Nicht genug XP-Punkte. Okay, dann muss ich mal mehr in Ruhe alles hier durchlesen. Und hier, wie kann ich dich verbessern? Wie kann ich die Axt verbessern? Was ist besser? Das ist besser, der Todesschwur, Schulterschutz. Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talisman mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Einige Rüstungen verfügen bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie 4, um den Platz an angelegten Rüstungen auszuwählen. Wählen Sie einen Zauber und drücken Sie X, um an diesem Platz der Rüstung auszurüsten. Sie haben erfolgreich einen Zauber an dieser Rüstung ausgerüstet. Weitere Zauber können in der Welt gefunden oder in Läden erworben werden, wenn sie verfügbar sind. Ach du Heiliger. Okay, danke. Dann machen wir noch das hier. Kann ich da auch was ausrüsten? Nee, haben wir nix. Dann haben wir hier noch einen anderen Hose. Ein bisschen andere Hose. Da haben wir auch nix. Okay. Dann ist er wieder ein bisschen geupgradet. So, gucken wir mal bei unserem Sohn. Schwarzes Trauergewand für Atreus zu Ehren seiner gefallenen Mutter. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Nehmen wir das, das finde ich ein bisschen hübscher. So, und Waffen? Da. Ein robuster Schild. Oh, Wächterschild. Oder Wächterschild des Verbannten. Ein außergewöhnliches Schild, das Kratos von seiner geliebten Frau zum Jahrestag ihres Kennenlernens geschenkt bekam. Ich finde aber das hier hübscher vom Aussehen. Und hier, Stärke 1. Stufe 1. Wie mache ich Stufe 2 draus? Stärke 5, Level 1. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir irgendwann zum Schmied. Alter Falter. Gut. Sehen wir ein bisschen anders aus. Minimal, aber sind ein bisschen stärker. Und ich finde die Details hier immer noch so geil. Also die Runen und das Bemalte. Hier sind Knochen, also... Das ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Ich weiß, man rennt normalerweise immer einfach so durch und guckt sich das nicht so wirklich genau an. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber ich finde die Grafik hier einfach bombastisch. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Das ist gelogen. Was ist das da oben? Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Sieht aus wie ein Schrein. Und hier sind überall diese blöden Krauchs, aber wir gehen jetzt erstmal hier oben hin, weil da ist eine Kiste. Weiche Saf. Irgendwas mit Seil. Ey, es tut mir wirklich leid, aber die Schrift ist arschmäßig klein.
Also ich sitze jetzt schon etwas näher, aber das fällt mir voll schwer, irgendwas vorzulesen, weil ich die Schrift unglaublich klein finde. Deswegen klingt ich manchmal so, als ob ich überhaupt nicht lesen könnte, also tut mir leid. Entschuldigung, Atreo. Den Clem fast über die Klippe geschmissen. Draugr. Mutter sagte, Draugr seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Valkyren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandeln. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Sie sagte auch, dass sie in verschiedenen Formen und Größen auftreten und einige sollen sogar besondere Kräfte haben. Draugr kämpfen mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht sehr gekonnt mit ihnen um, nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn wir auf ihren Bewegungen achten, können wir leicht ausweichen oder blocken. Diese einfachen Draugr sind weder schnell noch stark. Wir können ihnen ausweichen oder sie blocken und sie ziemlich einfach erledigen. Okay, schwerer Draugr. Sie sind viel mächtiger als normale. Seide. Wiedergängerin, giftig. Mutter erzählte mir einst, dass einige Hexen hier und da kleine Teile ihrer Seele eintauschten, um mächtiger in der Seo-Magie zu werden. Irgendwann verlieren sie all ihre Menschlichkeit und werden zur Wiedergängerin. Sie können blitzschnell verschwinden und diese spezielle Wiedergängerin können über ihren Atem und Berührung Gift verbreiten. Okay. Ein fremder Mann voller Tätowierung kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen sein. Alles ist kaputt. Vater sagte, ich sei noch nicht bereit, aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Tja, du weißt es noch nicht, aber du bist ein Halbgott. So. Da oben ist was. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob er so weit kommt. Vielleicht höher? Vielleicht nochmal. Ich versuch's. Ich weiß, ich muss die Brücke runterlassen, aber ich will's nochmal probieren. Nee, das ist zu weit. Das lasse ich mal, falls doch noch jemand ein paar Leute rumrennen. Ja, können sie ja machen. Geil. Entschuldigung. Also den Angriff, den ich mir gerade gekauft habe. Einfach der Hammer. Ich liebe Kratos. Ich liebe es einfach. Es sieht so geil aus. Es tut mir leid, ich hab... Atreus, folge mir. Ich hab's versucht, mit dem Sound ein bisschen was zu ändern, damit man mich... Diese Sprache hab ich schon mal gesehen. ...besser hört. Wissen hinzugefügt. Die Versiegelung Svartalfheims. Die Welt der Zwerge ist gesichert. Im Austausch für Schutz vor den Läufern von Hel haben sie Asgard zum Hüter ihrer Grenzen ernannt. Die Wannen können dank Odins Voraussicht und auf Hilfe aus Svartalfheim hoffen. Die Alben sind weiterhin ausreichend abgelenkt. Alle Vorhaben laufen weiter. Der Rabenwächter.
Aber das Problem ist, im Kampf ist die Musik unglaublich laut. Aber wenn die sprechen, dann ist es wieder so leise und deswegen kann ich den Ingame-Sound leider, man kann nicht, ich habe mal in den Optionen hier geguckt. Warte, Einstellungen. Nein, das war's nicht. Audio. Vielleicht mache ich die Musik doch ein bisschen leiser. Wobei, die Musik ist es gar nicht. Es ist ja eigentlich eher die Effektlautstärke, wenn er zuhaut. Okay, ansonsten... Ich probiere es mal so. Ich hoffe, dann ist es ein bisschen besser, weil wenn man kämpft, dann versteht man mich gar nicht. Und wenn ich aber mich zu laut mache, dann übersteuere ich wieder und das hört sich dann auch wieder doof an. Also ich habe es noch nicht so ganz raus, wie ich die Einstellung hier mache. Ne, wir haben uns nicht verirrt, aber ich möchte hier gucken. Guck mal, hier ist was Neues zum Lesen für dich. Hier ist noch eins. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichte aus der Vergangenheit erzählen. Das habe ich alles... Kann man dann noch mehr lesen? Verborgene Kammer? Nee, das nicht. Fähigkeiten Schnitter? Okay, ja, hier kriegt man halt XP, wenn ich 15 brennende Gegner getötet habe. Oder dann kriegt man halt auch nochmal ganz viele Punkte. Ich wollte aber gerne die Geschichte nochmal lesen, aber... Geht nicht. Na du. Na, ich hab gedacht, ich... Ich weiß, das macht man nicht, aber... Ah, guck mal, da unten ist noch eine Kiste. Die haben wir übersehen, da muss ich nochmal zurück, oder? War bei dem Hexenvibe. So, hier haben wir alles. Ich habe jetzt auch keine Rune gesehen. Da können wir hoch. Dann leuchtet was rot. Rot gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ah, okay, der Stein hat sich geändert. Einmal in grün für Lebensenergie und einmal in rot für meine Rage. Silber. Wir wollen hier einfach ein bisschen erkunden, Atreo. Wenn du keinen Bock hast, kannst du schon mal vorlaufen. Ich muss nochmal zurück und mir die Kiste holen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nach unten hopsen kann. Also hier runter. Ja, und du wolltest schon wieder gehen. Oh. Oh, wow! Guck dir mal mein Leben an! Wow! Alter! Heftig! Das war jetzt Level 3? Lila? Wow. Ab wann hat denn der Knabe gespeichert? Okay, bevor ich da runter hopse, speichere ich nochmal selber. Das war ja heftig. Okay, hier war nix. Das hat er sich angeguckt. Da oben können wir nochmal lang. Oder sind die noch zu stark und ich komme da noch gar nicht lang? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Aber das fand ich jetzt gerade ein bisschen... Atreus, folge mir. Okay, das hat er alles richtig gespeichert. Nur die kleinen Vasen hat er sich nicht gespeichert.
In Ordnung. Ja, meine Wut habe ich jetzt aber auch nicht voll. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich kann ja jederzeit wieder zurück. Da, jetzt habe ich wieder meine Wut. Was ist das da drüben? Das lasse ich noch. Das müssen wir kaputt machen. Toll! Es sollte noch eins geben. Und dann müssen wir aber hier weiter, also ich muss da nochmal zurück. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Ich finde süß, dass er uns helfen möchte. Klar möchte seinen Vater auch beschützen. Das letzte! Lass uns die Tür öffnen! Ja, machen wir. Und dann probieren wir nochmal das. Also ich speichere ab und dann probieren wir es einfach nochmal. Ein weiterer Apfel. Sie haben 2 von 3. Noch eins und dann wird unser Leben ein bisschen erhöht. Also, wie gesagt, ich speichere mal ganz kurz ab. Speichern und dann probieren wir den einfach nochmal. Spiel speichern. Ich muss auch mehr rollen. Ich war keine Ahnung, der war lila und ich war schon wieder wie erstarrt manchmal. Also ich finde das Kampfsystem immer noch unglaublich ungewohnt einfach. Wie gesagt, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich hier reinkomme. So kommt man also hier runter. Hinten ist nichts. Man hat auch nicht wirklich hier. Und schützen kann ich mich nicht, da muss ich rollen. Weg. Das ist vielleicht eine Pussy-Taktik, aber er ist tot. Ich habe echt das Problem, meine Axt zurückzuholen. Ich vergesse immer, dass ich Dreieck drücken muss. Keine Ahnung warum. Ich muss voll überlegen, was ich drücken muss. Aegir's Gold. Axtsilber, weicher Satafalm, Stahl. Pfui. Nicht anfassen. Musst nicht alles anfassen, Trio. Und ich lauf rein, weißt du? Okay, wir haben ihn besiegt. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet? Ich und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Ich hoff's jedenfalls nicht, Andreo. So. Ich gehe nochmal zur Brücke, aber weil die letzten Parts alle viel, viel zu lang gehen und ich einfach kürzere machen möchte, werden wir hier jetzt erstmal einen Cut machen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und dann geht's im nächsten Part hier an den Anstieg von dem Berg. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.